Mit dem A2107 hat Lenovo ein neues Tablet der 7 Zoll Klasse auf den Markt gebracht, das vor allem durch einen attraktiven Preis sowie einige Ausstattungsbesonderheiten punkten soll. Prägendes Element ist dabei, wie bei den meisten Tablets, das Display seiner schwarzen Einfassung. Auf der Rückseite verwendet Lenovo großflächig Kunststoff, der leicht gummiert ist und dadurch, man sieht es hier schon sehr gut, sehr empfänglich für Fingerabdrücke, Schlieren und ähnliches ist. An der Verarbeitung gibt es kaum etwas auszusetzen. Es gibt keine Grate, keine scharfen Kanten. Die Bauteile sind sehr gut aneinander gefügt, bis auf eine Ausnahme. Auf der Rückseite gibt es zwischen dem festen Teil der Rückseite und dem abnehmbaren oberen Teil einen doch spürbaren Unterschied. Hier müsste Lenovo ein wenig nachbessern. Gespart hat Lenovo am Display. Hier setzt man lediglich auf ein TN-Panel, das die typischen, eher schlechten Betrachtungswinkel mit sich bringt, sowie eine mit etwa 270 Candela eher dunkle Hintergrundbeleuchtung. Dadurch wird das Arbeiten im Freien unnötig erschwert. Mit einem Kontrast von mehr als 950:1 bietet man hier allerdings erstaunlicherweise einen recht guten Wert. Im Gegensatz dazu fällt die Auflösung mit 1024x600 Pixeln eher unterdurchschnittlich aus. Auffallend ist dies insbesondere beim Lesen von Texten. Hier werden feine Strukturen eher grobpixelig dargestellt. Auch bei der restlichen Ausstattung gibt es Höhen und Tiefen. Positiv anzumerken ist, der Arbeitsspeicher fällt mit 1 GB ausreichend groß aus. Der interne Speicher ist 16 GB groß und kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Der entsprechende Slot befindet sich unter der abnehmbaren Rückseite, auf der linken Seite und das Alleinstellungsmerkmal des A2107, 2 Schächte für SIM-Karten. Das kleine Tablet bietet damit eine Dual-SIM-Funktion, die man von mittlerweile immer mehr Smartphones kennt. Das heißt, Datennutzung und Nachrichtenübermittlung können von 2 verschiedenen SIM-Karten gehandelt werden. Das Optionsmenü bietet dementsprechende Einstellungen. Verzichten muss man allerdings auf schnelle Datenübertragungsstandards wie LTE. Mit HSPA erreicht man aber immer noch gute Geschwindigkeiten. Komplettiert wird die Ausstattung von einer 2-Megapixel-Kamera, die wir hier sehen, sowie einem MediaTek MTK 6575. Dabei handelt es sich um einen Single-Core-SoC, der mit 1 GHz getaktet ist und leider auch entsprechende Geschwindigkeiten bietet. Schon die Oberfläche arbeitet wenig flüssig. Ein Teil dazu beiträgt sicherlich auch Lenovos eigene Oberfläche, bei der man mit 3D-Effekten nicht geizig umgegangen ist. Eindrucksvoll zu sehen, was für Performance das kostet. Bei alltäglichen Aufgaben reicht die Leistung aus, Spiele sollte man allerdings nicht starten. Festzuhalten bleibt, für etwa 200 Euro, die für das A2107 derzeit bezahlt werden müssen, erhält man durchaus interessante Ansätze, allerdings auch einige Nachteile. Zu den positiven Merkmalen zählen sicherlich die interessante Dual-SIM-Lösung, der erweiterbare Speicher sowie das sehr gut verarbeitete Gehäuse. Gegen das Tablet spricht allerdings das mit 400 Gramm recht hohe Gewicht. Das Gehäuse, das mit 11,5 mm relativ dick ausfällt und dem Gerät ein insgesamt eher klobiges Erscheinungsbild verpasst. Die eher mäßige Leistung sowie die nicht ganz überzeugenden Akkulaufzeiten. Hier kamen wir im Dauereinsatz auf 5 bis 5,5 Stunden. In der Praxis dürfte das Gerät bei alltäglichem Einsatz auf etwa 4 Tage kommen. Der Hauptkonkurrent Nexus 7 aus dem Hause Google und Asus bietet in vielen Bereichen deutlich mehr. Verzichten muss man hier allerdings auf das sehr hohe Verarbeitungsniveau sowie die Dual-SIM-Fähigkeit.